Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen in Frankfurt. Heute befinden wir uns direkt vor Quiche. Quiche, wahrscheinlich der gehypteste Laden gerade, was persische Küche angeht, / iranische Küche. Wir werden aber nicht nur heute hier essen, sondern werden so einen kleinen Vergleich machen. Es wird wieder ein Versus geben, weil ich so viel Spaß hatte, diese Versus-Folge zu drehen. Wir werden danach noch zu einem anderen Perser schauen, der in der persischen, iranischen Community mehr der Laden ist, wo du eigentlich dein Essen abholst und zu Hause isst und sich auch deutlich unterscheidet zu dieser Location. Ihr habt euch den Mann hier gewünscht. Der ist auch wieder am Start. So schnell geht's. Es freut mich, dass ich wieder dabei bin. Das letzte Video ist sehr gut angekommen. Was sagst du? Persisch schon mal gegessen? Ich bin Afghaner. Natürlich habe ich Persisch gegessen. Ja. Und natürlich haben wir Burger Hannes, aka was geht ab, meine lieben Burgerfreunde? Ich will unbedingt dieses Kebab probieren bei denen. Kebab. Wir schauen rein. Habt ihr reserviert für 13 Uhr? Ja, für 3 Personen, ja. Yes. Also das hier ist auf jeden Fall ein Restaurant. Ich glaube, das gibt es nur einmal so, wie das hier aussieht. Wir schauen uns das gleich mal ein bisschen näher an. Riesenladen. Können wir irgendwo sitzen, wo gutes Licht ist und keine laute Musik? Dann nehmen Sie ganz hin und ganz hin. Dankeschön. Wow, wow, wow. Also das hier sieht nicht so aus, als wären wir in Deutschland. Das ist crazy. Das ist hier einfach wie 1000 in einer Nacht. Also ich glaube, wenn du jetzt hier rauslaufen würdest, denkst du, du wärst im Iran oder so. Das Restaurant ist das größte orientalische Restaurant in ganz Europa mit 300 Sitzplätzen. 80 draußen, 220 drinnen. Der Mann war schon öfters im Iran selber. Ja. Ich kann euch eine kleine Story erzählen. Grüße gehen raus an Paymoney. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich Homme Sabzi das erste Mal gegessen. Spreche ich es richtig aus? Nein. Und habe dann 2 Tage später so unter meinen Achseln gerochen und habe gedacht, boah, irgendwas riecht komisch. Und auf einmal ist mir aufgefallen, ich rieche wie die Speise. Warum? Da sind so 4 Kräuter drin. Ich weiß nicht genau, was für Kräuter. Lasse 7 Kräuter sein. Erste Sache, die wir bestellen, eine Vorspeise, die so, würde ich sagen, die iranischste Vorspeise ist überhaupt. Das heißt Kashka Bademjan. Ja, war schon gut. Habe ich gut ausgesprochen? Ja, war schon. Wir bestellen Kashka Bademjan als Vorspeise. Das Wichtigste überhaupt. Horme Sabzi, einmal Juje Kebab, Cello Kebab. Cello Kebab heißt Lammhackfleisch. Ah, okay. Aber Juje Kebab ist Hähnchen. Hähnchen, ja. Nein, das Getränk mit Kohlensäure, so. Joghurt. Doch. Was wäre noch wichtig zu essen? Mein Empfehlung ist Lammhackse. Ja, let's go. Das Gute ist, ich habe das auch vor kurzem gegessen, Lammhackse. Ja. Was ist das für eine Suppe? Gästesuppe mit saure Sahne und Safran. Okay. Das ist schon sehr gut. Die ist richtig gut. Ich werde dich nicht warten lassen. Probier jetzt. Boah. Ich habe damit nicht gerechnet, sag ich ehrlich. Das ist lecker. Die ist richtig gut. Ist auch eine Suppe, wenn ich so eine Erkältung habe und so. Du bist sofort gesund. So Komfortfood. Ja, genau. Im Winter, wenn es kalt ja, ist. Genau. Wasser, ich mein, was ja. Unterwegs. Stimmt, Alter. Das ist ein bisschen wie Merjimek. Du sagst es. Hier kann man ein bisschen Iranisch lernen, by the way. Salam, wie geht es Ihnen? Halle ist schon mal Cetori? Cetori? Habe ich gut gesagt? Gut. Mhm. Auf Cheers. Unser zweites Video hier mit Burger Hannes. Ich habe es noch nie getrunken, das ist wirklich das erste Mal jetzt. Ist ein bisschen sauer, aber ich finde die Minze kommt jetzt gar nicht so her. Es ist super lecker. Ja. Aber ich muss sagen, das ist sehr ähnlich zu dem Ayran. Ja, meine Idee, was ich jetzt machen würde, okay, wenn ich hier, wie heißt das nochmal? Kashka Bademjan. Kashka Bademjan. Warum ist der Name so lang? Das ist ein Vorspeisenteller, den ja. Kriegst du, egal bei welchem Iraner. Wir nehmen dieses Brot, mischen es mit diesem Käse und manchmal auch dieses Knoblauch, was eingelegt ist, wenn ihr seht. Du baust dir so einen Wrap genau, einfach du baust einfach Wrap, das ist so perfekte Vorspeise einfach. Meine Idee wäre jetzt, ich baue mir so einen Wrap und ja. Den dippe ich da rein. Ich würde sogar erstmal einzeln probieren und danach nochmal einen Wrap machen. Damit. Okay, so, das ist auch das richtige Mengenverhältnis. Was heißt guten Appetit? Auf Farsi, weißt du das? Nee, gell? Ich muss überlegen. In ein paar Minuten, weißt du. Nushejan. Ah, Nushejan. Nushejan. Ich kann es vergessen. Mmh, das war warm. Ja, na klar. Mmh. Deswegen habe ich mich gewundert. Darunter ist ja nur Auberginenpüree. Ich habe gedacht, das ist Joghurt und ein bisschen Aubergine. Nein. Boah, das ist ja Endgegner. Das ist crazy. Und ich sag mal so, Aubergine ist ja bei uns im Arabischen sehr stark vertreten, aber so in dieser Form noch nicht gegessen. Warum sagen manche Iraner, manche Perser? Was ist das? Ich check das nicht. Persien, muss überlegen. Persien war größer als der Iran. Ja, Persien war größer als der Iran. Da war noch, ich glaube, Afghanistan war dabei. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas falsch sage und mich ja, anrede. Ich guck nochmal nach. Afghanistan, ich glaube Tadschikistan, diese ganzen Länder. Ja. Deswegen sagen persisch essen, aber ich bin ehrlich, das ist jetzt wirklich iranisch. Das ist iranisch. Das ist wirklich iranisch. Okay, check. Mann, was sehr, sehr Leckeres, mal was sehr, sehr Neues. Und jetzt freue ich mich auf den Hauptgang, der gerade zufällig auch hier kommt. Wow, wow, wow. Da sind einfach alle 3 Reissorten drauf. Sind das Trauben oder Rosi? Trauben oder? Berberitzen. Was ist das? Das ist Homme Sabzi. Kebab heißt. Gegrillt. Guten Appetit. Danke. So, Ladies and Gentlemen, wir haben hier Lammhaxe. Es ist 1,5 Wochen her, da habe ich das frisch probiert, wie es zu Hause von einer Mama gemacht wurde. Es war sehr, sehr lecker. Eines der leckersten Lammhaxen, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich glaube, es war vor 2 Wochen. Dann haben wir hier iranische Kebab.
Die sagen das extra immer mit O, gell? Ja, das ist so. Dann haben wir hier den National Dish, würde ich sagen. Vom Iran oder aus dem Iran. Kann man so sagen. Gorme Sabzi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Perfekt aussprechen. Chicken. Safran-Kick direkt. Wow, der schmeckt so, wie die Musik im Hintergrund klingt. Es ist super lecker. Der einzige Unterschied ist zu den ganz normalen Kebabs, die ich sonst auch gegessen habe, der Safran-Kick einfach, muss ich sagen. Es ist sehr durchgegrillt. Ich mag das manchmal, wenn Chicken so ein bisschen... Wir müssen mit Brot holen. Ah, da ist Brot. Das Brot. Wie nennt man das Brot? Das ist eigentlich einfach ganz standard arabisches Brot. Und was mache ich da jetzt rein? Nur das Fleisch und Brot? Einfach Fleisch, Brot, aber Bruder. Erwachsene machen es damit. Und weil ich erwachsen bin, hier so, ist das richtig so? So isst man das? Radieschen ist auch wichtig. Radieschen auch wichtig? Ich finde, Radieschen ist ein sehr overratedes Gemüse irgendwie. Den habe ich schon gegessen, der ist sehr, sehr lecker. Kebab, super. Super, super, super. Probier's. Das ist Juju Kebab. Das Juju Kebab und das Cello Kebab. Das ist der Original Kebab. Cello Kebab ist Hackfleisch. Cello, wie das Instrument. Ich glaube, das ist sogar Lamm. Hat er gesagt, Lammfleisch. Ah, stimmt, das ist Lamm. Lamm. Ja. Also da wir ja auch heute das Ganze so ein bisschen vergleichen mit dem anderen persisch-iranischen Restaurant, werden wir hier natürlich auch wieder Geschmack, Service, Ambiente und Preis-Leistung bewerten. Ja, Hähnchenspieß sehr, sehr lecker, aber ich habe auch schon saftigeres Hähnchen so gehabt. Sagst du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber hier weiß ich genau, wie lecker das sein kann. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil Mama kocht immer am besten so. Der ist innen drin noch so ein bisschen medium. Das mag ich. Also, auf geht's, mein Mister. Ich muss sagen, Grillaromen merkt man, es könnte für mich aber trotzdem auch noch ein bisschen mehr Kick an Würze haben. Das ist das. Also, ich finde den ein bisschen zu roh. Also, er könnte ein bisschen mehr. Also, der hat gut Farbe von außen. Ja. Aber. Der braucht noch. Der braucht noch ein bisschen. Genau. Okay. Es ist aber geil, du schmeckst die Zwiebeln raus, es ist super saftig. Ich frag mich halt, wie der schmecken würde oder performen würde, wenn der noch ein bisschen durch wäre. Aber man mischt zu komplett. Stark, ja. Okay, so. Ist so gut. Schaut euch diese Gabel an, Ladies and Gentlemen. Diese Säure meinst du, gell? Diese kleinen, das kitzelt so auf der Zunge. Du darfst nicht nur reinessen, sonst ist es zu stark. Es ist eh lecker und ich esse es auch. Ich habe es auch schon ein paar Mal gegessen. Aber ich würde, glaube ich, immer diesen klaren Reis bevorzugen. Dillreis. Also reistechnisch, glaube ich, ist es sehr schwer, dem Iraner was zu erklären. Niemals. Maximal kommt da Sushi-Reis für mich dran, der aber was ganz anderes ist. Okay, ich glaube, es ist Zeit, es ist Zeit für Lammhaxe. Wenn wir dieses Teil jetzt, wenn ich da jetzt mit der Gabel reingehe, muss ich euch ehrlich sagen, muss das Fleisch abgehen wie Butter. Ich muss sagen, wie es abgegangen ist, hat mir gefallen, war solide. Ich kann euch nur sagen, als ich diese Speise gegessen habe, habe ich den Knochen angehoben, es ist runtergefallen. Ja. Also wirklich, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Das Fleisch ist zart rosa und Lammfleisch, ja. Lammfleisch ist ein bisschen wie Koriander für manche Menschen. Entweder du liebst Lammfleisch oder du magst es gar nicht. Ja. Da ist richtig viel Butter drin. Butter, Fett, ich finde es sehr lecker, aber ich sag ehrlich, das schmeckt nicht wie bei Mama zu Hause. Keine Chance, weit entfernt. Trotzdem. Wenn du hier reinkommst, ich weiß nicht, was es gerade kostet, hier ist es eingeblendet. Probier mal du diese Lammachse, Bruder. Du musst von hier ein Stück nehmen. Ja. Guck mal, ich sag dir, ich schmeck auch mal so. So, das sieht hier nach einem... Genau, beste Stück hast du genommen. Die Soße ist geil. Das Lamm könnte zarter sein. Das wollte ich gerade sagen. Ja, er hat recht. Ich alleine wohnen würde, ja, und meine Eltern wohnen 500 Kilometer entfernt und ich habe Lust, Essen von Mama zu haben. Ja. Dann würde ich genau sowas hier bestellen. Schön Reis hier. Ist es legal, was wir machen? Sehr illegal. Sehr illegal? Sie mache ich die sauer? Die Soße machst du auf Reis, nicht die Reis auf Soße. Das ist einfach andersherum gemacht. Am Ende, also ich muss sagen, ich feiere diesen Reis sehr. Aber manche lieben es, manche nicht. Der ist sehr dillig. Also da ist. Du isst deswegen auch nicht zu viel davon. So viel reicht. Boah, Bruder, ich hab so ein schönes Stück. Soll mir einer sagen, das sieht jetzt nicht wunderschön aus? Natürlich, wenn du vegetarisch bist, sieht es nicht wunderschön aus. Das ist auch Cheatcode. Das ist Liebe. Es schmeckt nicht zu stallig, es schmeckt gar nicht so. Nee, gar nicht. Viele ist auf jeden Fall eine kleine Reise in den Iran, wenn man hier sitzt. Schon, ja. Dadurch, dass das so ein gehypter Laden ist, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie das jetzt bei Honey sein wird, der nicht so gehypt ist und vielleicht auch nicht so dekoriert ist, aber ob das Essen dann vielleicht sogar krasser dort ist. Ladies and Gentlemen, der Zeitpunkt ist gekommen. Seht ihr diesen Topf da hinten? Und sobald du den Topf aufmachst, riecht der ganze Tisch danach. Ich rieche sofort. Gut. Dieser Geruch geht mir nie wieder. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr diese Speise vor euch habt, könnt ihr euch vorstellen, wie ich gerochen habe. Ich nehme den ersten Löffel. Ich tue einmal umrühren. Da ist jetzt auch wieder Lammfleisch drin, nehme ich an. Ja, ja. Mhm. Ich
Ach so, das Zitrone. Das ist eine Zitrone. Ja, wollte ich gerade sagen. Eingelegte Limette. Boah, das getrocknete. Getrocknete. Ja. Und das ist auch in der iranischen Küche überhaupt so ein Ding. Die liegt überall fast überall. Der eins, die riecht sowas von stark. Boah, ich habe gerade umgerührt. Wenn die Leute das jetzt riechen könnten, das ist crazy. Boah, das ist sehr, sehr, sehr zitronig. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Ist mir einfach zu säuerlich. Von den ganzen Sachen hebt mich hier die Lammschulter am meisten ab. Das ist schon sehr säuerlich. Ja? Manchmal verwechsel ich die mit Fleisch, wenn ich die zu Hause esse. Wenn du da drauf beißt, ich kack ab. Ich sag ehrlich, mir hat das richtig krass geschmeckt, aber die ersten 5 Löffel waren komisch für mich. Ja, kann ich mir vorstellen. Weißt du, was ich meine? Die ersten 5 Löffel waren komisch. Ja. Und dann habe ich gecheckt. Und? Boah. In diesem Sinne. Jetzt wird's spannend. Jetzt werden wir gleich herausfinden, wie gut das hier wirklich ist. Wirklich. Es schmeckt sehr gut. Mhm. Ich verstehe aber, was du meinst. Es ist wirklich etwas zu säuerlich. Also säuerlicher, als ich es kenne, ja. Ich auch. Es ist, boah. Es ist mir zu zitronenlastig, also zu säuerlich. Es kommt sogar die Zitrone ist am meisten vorhanden. Es ist bitter, ja. Und es ist säuerlich. Beides zugleich. Ja. Und das sind zwei Kombos, die ich jetzt so in der Form... Sollte wohl sein, aber leicht, sodass es noch so angenehm ist, weißt du? Aber das ist ein bisschen stärker. Trotzdem muss ich sagen, es schmeckt. Es schmeckt trotzdem. Es ist super lecker. Und schaut euch mal das an. Das sieht so... Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das so mit Okra und sowas. Ja, ja. Aber da ist nichts drin, da sind nur Kräuter drin. Das gibt mir Zaubertrank-Vibes. Obelix ist safe hier reingefallen. Der iranische Obelix. Iranische Obelix. Tut mir leid. Das hier ist 100-mal besser als das hier. Lammhaxe. Lammhaxe mit dieser Tomatensauce und dem Reis. Also ich sag dir, ich dachte, es wäre so die Cocktail- oder Currysoße vom Dönerladen. Nein. Die du hast, aber das gibt dir so säuerliche Vibes. Yeah. Säuerlich und passt gut zu Brötchen. Ja. Was mir auch wichtig ist, Jungs, wir müssen jetzt notiert in eurem Handy, ohne dass der andere vom anderen sieht, Ambiente, Service, Preis-Leistung und Geschmack. Also, Ladies and Gentlemen, wir haben aufgegessen, wir haben auch noch so ein bisschen gesprochen, wie uns das Ganze gefallen hat, von Reisqualität, Fleischqualität etc. Das werdet ihr aber alles am Ende des Videos hören, in der Bewertung. Jetzt. Grüß dich, alles klar? Hallo, danke bei dir. Hi. Salam alaikum. Jetzt freuen wir uns. Danke. Machst du YouTuber, David? YouTube, ja. Ja, ja. Welche Kanäle? Randy Gamble. Wie schreibt man sich? R-A-N-D-Y. Jawohl. Super. Danke, ich ja. Ich wünsche dir was, okay. Ja. Alles ciao, ciao. Gerne, ciao, gerne. Tschüss. Wetter ist gut. Jetzt wird es eine kleine Kaffeepause geben. Bisschen den Tag in Frankfurt genießen und dann geht's weiter zu Restaurant Nummer 2, um den direkten Vergleich zu haben. Danach kann ich auf jeden Fall bei 3 Speisen mitreden und sagen, wie gut sie sind. Yeah, weißt du, egal wo ich sie dann esse. Wie gewohnt, Ladies and Gentlemen, Gabugino. Es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Nee, ehrlich. Und so, ja. Ja. Das voll unterschätzen die Zuschauer auch. Es ist manchmal nicht so einfach, das alles aufzuessen und du sagst, bist du voll? Auch nichts wegwerfen. Ich bin richtig voll. Ich habe mir auf dem Weg gedacht, wie soll ich das andere noch essen? Und ihr alle da draußen, ich will, dass jeder Einzelne in den Kommentaren auch mal, wenn er bei einem oder vielleicht bei beiden Restaurants gegessen hat, einfach mal seine Meinung da lässt. Weil es kann natürlich sein, dass vielleicht unsere Meinung jetzt ein bisschen hart klingt am Ende des Videos, wie auch immer. Wir haben uns die Punkte noch nicht verraten, deswegen schreibt auch auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, wenn ich probiert die Restaurants. Wir haben es 17:15 Uhr. Der Magen ist wieder leicht hungrig. Herzlich willkommen vor Restaurant Honey. Schauen wir mal, wie der Unterschied sein wird, was wir noch so dazu erzählen können. Können wir einfach Platz nehmen? Ja, natürlich. Danke. Weißt du, was ich jetzt schon verjährt? Ja. Siehst du diese Zwiebel auf dem Tisch? Oder das brauche ich auch immer. Frische Zwiebel muss dabei sein. Ja, ja, ja. Hier ist auch kein Schnickschnack, gell? Ja, hier ist einfach zack, zack, boom, boom. Hier werden wir uns einen Platz nehmen. Die haben das hier hinten alles komplett umgebaut. Damals war hier alles. War wie so ein Bunker, die ganzen Sachen reinzulegen. Lager. Wir testen heute zum ersten Mal iranische, persische Küche. Ist es okay, wenn wir bei euch so ein bisschen filmen, wie wir essen und so? Ja. Super, super. Es muss einen Kashkebab im Jean geben. Ja. Ein Chilo Kebab Jujeh Sultani. Okay. Und ein, ich gucke gerade, Bokhali Polo. Wir ich haben Hummus Sabzi. Ja. Hummus Sabzi haben wir nicht. Nein, dann das brauchen wir auch noch. Okay. Haben wir dann diese 3 Hauptspeisen, Vorspeise. Dann brauchen wir einmal, wie heißt es, einmal, ja. Eine Flasche Wasser mit Sprudel. Kleine habe ich, nicht groß. Wir sind jetzt an einer Lokalität, das haben wir auch so ein bisschen gerade erklärt, die natürlich auf keinster Weise mithalten kann mit Quiche. Muss man einfach sagen, wie es ist. Da fühlst du dich wie im Urlaub. Und hier ist es einfach, muss man sagen, einfach schlicht, trocken, essen und gehen. Das klingt ein bisschen böser, wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, es sieht ein bisschen aus so nach
einer Shisha-Bar so, aber ich glaube, man versteht, was ich sagen will so. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist trotzdem alles clean, super netter Service, die sind nett, ich darf filmen. Es ist einfach nur nicht so, es wirkt nicht so. Nein, er wirkt nicht so. Ja, oh, und das geht auch schnell hier. Ja, Mann, das macht mal diesen Tisch frei. Da kommt schon der erste Plus bei mir. Rohe Zwiebel. Habt ihr das Kohlensäure? Ja, bisschen, nicht so viel. Okay. Gut. Dankeschön. Das ist die Zwiebel, die ich vorhin erwähnt habe. Die einfach das ist einfach saftig ist, die ballert einfach. Salomati. Ja. Und jetzt sind wir weit entfernt von Aira. Da ist so wenig Kohlensäure drin. Die Kohlensäure hat noch, die macht es noch ein bisschen salziger. Kann man aber null vergleichen mit Aira für mich. Okay, jetzt bin ich gespannt. So, weil ich habe ja von meinem ersten getrunken. Duck. Das ist jetzt mein zweiter Duck. Der heißt, das Getränk heißt fast wie der Chef vom Rio Tai. Okay. Duck. Schmeckt komplett anders. Das genauso schmeckt es auch im Iran. Ja. Manchmal mehr Kohlensäure, manchmal weniger, aber so ist es perfekt. Wenn du, glaube ich, im Iran bist und du bist in so einer mittelgroßen Stadt, dann, glaube ich, wird der Laden von drinnen genauso aussehen wie hier. Ist auch genauso. Jetzt, Ladies and Gentlemen, ich mache das jetzt an alle Iraner, falls ihr euch jetzt beleidigt fühlt oder sauer werdet hinter dem Bildschirm. Es tut mir leid. Ich persönlich habe gerade genau auf das hier Lust. Ich nehme genau so ein Bötchen hier raus. Dann nehme ich einfach hier, ich habe den Namen vergessen, Badem-Jean. Ich habe einfach Französisch gerade. Kaschke Badem-Jean. Und mache das einfach so. Ich weiß nicht, ob man das machen darf. Und? Du siehst happy aus. So, wenn Gesichter sprechen, weißt du, so, man erkennt oder, das. Wenn jetzt noch anfängt zu klatschen, heißt das, es ist wirklich lecker. Ganz kurz. Bitte probier das. Nimm diese Löffel, mach die Zwiebel da drauf und konzentriere dich aber nur auf das. Das ist ein anderes Level, meiner Meinung nach. Als du das in den Mund alleine rein hast. Ganz anderer Geschmack. Das ist was anderes gerade hier. Das ja, ist, ich finde das. Ich weiß jetzt nicht, was das Echte ist. Gefühlt haben wir vorher was anderes gegessen. Ja, ja. Das ist das Echte? Okay. Ja, das geht perfekt. Oder 100 Mal. Weitaus angenehmer vom Geschmack her. Das andere war ein bisschen penetrant. Viel, viel besser, muss ich ehrlich. Das schmeckt mir viel besser als das, was wir vor ein paar Stunden gegessen haben. Ja, das gibt's doch nicht, Mann. Ich fand, das andere hat so einen leichten, penetranten Geschmack gehabt. Von etwas, was das ich nicht andere so war einfach für mich ein bisschen was anderes. Ja. Ja, genau. Da war etwas drin, was einem... Da ist auch für mich viel mehr intensivere Gewürze und alles drin. Weißt du, es war zu viel. Es war zu viel. Ja. Die haben zu viel Schnickschnack reingemacht. Das ist sehr Standard gehalten, perfekt. Das muss obendrauf fertig. Muss, hast du gerade gesagt. Das sieht aus wie Stein. Wie heißt es nochmal? Ich frage einfach in die Kamera, als wenn die Leute es wissen. Ja, die sollen das in die Kamera. Ja, schreibt es in die Kommentare an alle Iraner. Kaschk. Was ist Kaschk? Das, so stelle ich mir das vor. Guck mal, ob die scharf ist, Bro. Die sieht scharf aus. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungs... Ich liebe Koriander, gell? Einfach, kann man den Strang bei Koriander mit essen? Ja, kannst du. Weil du gesagt hast, saftige Zwiebeln. Ich weiß nicht, was die Zwiebeln sind, aber das sind Zwiebeln. Ja. So, du kannst deiner Frau eine Woche nicht mehr mit ihr reden. Das ist auch Feta-Käse, der ist gar nicht so intensiv vom Geschmack, sondern der ist so cremig, milchig. Ich erinnere mich an den türkischen Weichkäse. Ja. Es ist tight. Also du klatschst es schon. Es ist einfach, wirklich, du schmeckst alles raus, was da drin ist. Das ist eine Creme, das ist eine Konsistenz. Dieses Kaschka obendrauf wird zu einem mit dem Ding. Der Mann, hier, seht ihr, der wird von alleine getrunken gerade. Weil das ist next level. Das hier, next level, sag ich so, wie es ist. Aber ich checke auch, hier würde ich auch nicht zum Date kommen wollen. Aber Quiche würde ich mit Freundin gehen. Ich würde nicht ganz so glücklich nach Hause gehen wie hier. Ja. Deswegen, die Freundin muss ein bisschen warten. Wow. Einfach in die Mitte. Nein, Bruder, mach den von mir. Geht weg von diesem... Wow. Die Leute, die gerade zuschauen, er hat schon vorhin gesagt, eigentlich gehört noch Butter auf den Reis, er fand den Reis ein bisschen trocken. Ich weiß nicht, ob es auf On-Camera oder Off-Camera war, aber wir haben jetzt hier überall so kleine Stücke Butter liegen und mich würde es voll interessieren, wie du die jetzt in den Reis einarbeitest, sodass es geil verteilt ist. Machen wir so ein Loch und dann mischst du es einfach und wartest ein bisschen und dann mischst du immer weiter. Guck mal, wie der Reis glänzt jetzt. Ja. Man sieht es direkt. Das persische Reis ist sehr wichtig. Beim persischen Reis ist es sehr wichtig,
Persisches Reich, Bruder. Du meinst das Reich. Reich. Persisch Reich. Boom. Schaut euch dieses Chicken an. Das ist auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da jetzt Butter dran gekommen ist, aber auf jeden Fall sieht es ein bisschen saftiger aus. Wir probieren. Oh, nee. Lecker. Bruder. Das schmeckt richtig lecker. Bruder. Krank. Das Next Level. Also das so? Ist Next Level. Das so stell ich es mir vor, wenn du zu Hause grillst. Crazy. Richtig lecker. Ja, ich will dich nicht auf also, guck mal, ich bin auf deine Reaktion gespannt, weil du kennst dich aus. Ich bin jetzt ein Mensch, ich esse das zum zweiten Mal. Bei mir läuft Wasser im Mund zusammen. So. Guck mal, siehst du auch das Fleischsaft hier? Mhm. Crazy. Ich hab's wirklich vermisst, jetzt schmeckt's. Es schmeckt ein richtig geiles Hähnchen einfach. Es schmeckt viel intensiver. Ich finde den Saft halt nicht so aufdringlich. Ja, er ist nicht aufdringlich, er ist so leicht. Zum Begleiten der Geschmack. Genau. Das ist jetzt nicht so einfach massiv da. Vergleich's mit dem anderen. Also guck mal, das, ja, der Spieß ist schmaler. Der andere war viel breiter und viel größer und länger. Ja. Man muss auch sagen, ganz kurz, die Portionen sind natürlich klein. Hier auch nochmal eine Difference. Guten Appetit. Ja. Die Iraner werden mich umbringen. Auch beim Quiche hatte ich das Gefühl, es gibt mir so ein bisschen Chivapchichi-Vibes. Aber es ist geil. Es schmeckt richtig lecker. Das ist richtig lecker. Zwiebeln wahrscheinlich. Das ist so weich, ist soft. Es schmeckt super. Was sagst du? Sehr gut. Ehrlich, ja. Sehr gut. Mit Zwiebeln schmeckt man gut raus. Ich will diesen Reis jetzt probieren. Hey, der bockt so extrem, ja? Mann. Ja, man muss mit dem Reis mit dem Fleisch essen. Guck mal. So mischen. Mach mal mir ein Chicken da drauf, mein Bruder. Siehst du das? Wie Brüder essen wir hier gerade. Wie im Iran. Bruder, warte mal kurz. Ich habe vertrauliche Quellen gefragt, ob im Iran mit Händen gegessen wird. Die haben gesagt, nein. Schon im richtigen Dorf, schon nicht in Großstadt, diese ganzen. Mal jetzt mal Spaß beiseite. Knall dir mal so eine Zwiebelreis in den Reis. Fütter mich, als wäre ich dein Sohn. Hier, Habibi. Bock, gell? Mhm. Sag mal ehrlich, diese Frische, die da reinkommt. Ich will einen Teller, der genau so ist. Ich bestell Reis. Ich will Reis auf dem Teller. Dem Hannes schmeckt's. Extrem. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe Spaß gerade beim Essen. Hier hast du einfaches Essen und ehrliches Essen. Hat der Hannes sehr, sehr gut gesagt. Siehst du das? Hast du es gesehen? Ja. Ich nehme ab. Bruder, Fleisch. Ohne Kraft. Sorry. Verstehst du, was ich meine? Ich muss nicht sagen. Du musst nichts sagen eigentlich. Also, das hier ist eine Lammhaxe. Oder das hier ist eine Lammhaxe. Das hier ist eine Lammhaxe, Ladies and Gentlemen. Next Level. Guck mal, ich hab gar keine Kraft. Oder du hättest die Gabel einfach nur drauflegen müssen. Probier mal. Ich mach's sogar mit Reis. Das ist eine Lammhaxe. Ja, wir nehmen jetzt hier das Stück Fleisch. Das ist so zart, das fällt auseinander beim Reinstechen. Bruder, du kannst, ja, du. Ich kann das gar nicht rausnehmen. Man muss eigentlich mit Händen essen. Das sind zwei komplett verschiedene Gerichte, finde ich gerade. Ja. Die Brühe ist einfach eine geile Brühe. Mhm. Aber das Fleisch ist sowas von zart und lecker. Crazy. Ja, sorry. Ich habe selber vergessen, dass sie so gut war. Bruder, dass sorry. Sie so zart war, habe ich selber vergessen. Ich hab, weißt du, was ich gerade für ein Gefühl habe? Das kannst du nicht mal schlagen. Das geht nicht besser. Ja, ohne Spaß. Das Lamm hat so einen dezenten Geschmack. Ja, ja. Aber haben wir safe das gleiche bestellt? Ja. 100%. Guck mal, das ist 100 Mal. Das ist 100%. Ich sag aber ganz ehrlich, kann sein, dass die immer noch nicht schmeckt. Das ist voll okay. Das ist nicht so penetrant. Säuerlich, wie das andere, aber es ist kein Gericht, was ich mir bestellen würde. Hast recht, das ist auch wieder sehr sauer, aber es ist nicht so... Eher bitter als sauer. Ja, mehr bitter als sauer. Aber das kommt auf jeden Fall schon mehr an... Das kommt viel mehr ran. An Authentisches. Das hier ist eine Öl- und Kräuterpaste. Und auch viel mehr Bohnen. Das Fleisch... Aber weniger Fleisch, oder? Nee, Bruder, da ist übel viel Fleisch drin. Das ist Fleisch, oder? Ja, das ist Fleisch. Bruder, hast du gesehen? Das muss jetzt nicht reichen. Weißt du, was, glaube ich, ein bisschen verwirrend für uns? Boah, das Fleisch schmeckt aber sehr neutral. Ich muss sagen, das Fleisch war bei Quiche besser. Ja. In dem Kommissapsi, für meinen Geschmack, ja. Die Farbe ist, glaube ich, ein bisschen abschreckend für so einen Deutschen wie mich. Jetzt werden alle AfD-Wähler in die Kommentare schreiben, wo ist der Deutsch? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer gerade kapieren, dass wir wirklich vor einer Stunde noch im anderen Laden saßen und alle voll waren. Ich gehe schon noch Teller Reis bestellen. Das ist gerade so lecker. Ich meine das voll ernst. Es ist alles wichtig. Alles, was auf diesem Tisch steht, ist alles Next Level. Hier, schaut euch das an. Mhm, mhm. Bruder, hast du gewusst, dass ich bin aus Iran? Honey, es war mir ein Fest. Jetzt kommen wir gleich
zu unserer Bewertung. Rodafis, Dankeschön. Danke, es war sehr, sehr lecker. Bruder, ey, ich sag mal so, erstmal wirklich, danke für deine Zeit, es war sehr, sehr geil. Gerne, ja, Mann. Hey, so. Burger Hannes, ich glaube, da sind noch so 70, 80 Abonnenten. Tut mir einen Gefallen, geht auf Burger Hannes, macht die 1000 Abonnenten voll. Bald geht's los bei dem Bruder nach L.A. Er wird sich Mühe geben, für euch geile Videos liefern. Jeder von uns sagt immer eine Kategorie, gibt seine Begründung, damit es jetzt nicht zu lange wird. Und dann sagt der Rest nur noch seine Punktzahl. Beide Restaurants haben ihre Daseinsberechtigung. Das ist ausschließlich unsere Meinung. Probiert beide Restaurants. Wir fangen an mit Quiche. Preis-Leistung 3 Sterne gegeben. Die Portionen waren zwar sehr groß, aber ich fand es zu überflüssig, weil am Ende des Tages ist sehr viel übrig geblieben, obwohl wir 3 Bestellungen gemacht haben für 3 Personen. Wir haben 107 Euro gezahlt. Yes, sir. 107 Euro gezahlt für 3 Personen ist schon ordentlich. Vor allem, wenn wir mal fein essen, gehen wir zwar mit seiner Frau, Freundin. Bei mir ist es eine 3,5. Was ist es bei dir? Eine 4 von 5. Service und Ambiente ist für mich eine 5 von 5 bei Quiche. Aus dem einfachen Grund, man geht da hinein und hat einfach ein komplett anderes Erlebnis. Man hat das Gefühl, man ist in Deutschland. Die Kellner sind sehr, sehr zuvorkommend. 5 von 5. Service und Ambiente auch 5 von 5. Oh, Geschmack bei mir. Quiche, 3 von 5 Sternen. Einfach aus dem Grund, mit meinem Know-how, wie es für mich geschmeckt hat, wie es für mich rüberkam, jede Speise, die ich dort essen durfte. Alles war lecker, aber ich hab das Glück gehabt, dass ich sowas schon von einer Mama probieren durfte. Ich habe 2,5 Sterne. Also ich habe 3 von 5 Sternen gegeben. Dann mache ich Preis-Leistung. Honey, 4,5. Von 5 Sternen. Die Portionen waren natürlich ein bisschen kleiner, aber wir haben auch fast die Hälfte bezahlt. Es hat 66 Euro gekostet, 75 Euro habe ich am Ende gegeben. Beim anderen waren es 108 Euro, 120 Euro habe ich gegeben. Für mich einfach, so fühlt sich das für mich richtig an. Bei mir auch 4,5 von 5 Sternen. 4 von 5 Sternen sind es bei mir. Service Ambiente kann man natürlich nicht so vergleichen wie bei Quiche, aber trotzdem waren die sehr, sehr nett, die Menschen. Ja. Und Ambiente war jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber ein bisschen Lichter gab es, ein, zwei Gemälde. Deswegen gibt es von mir eine 4 von 5 Sternen. 3 von 5 Sternen, so. Bei mir ist 3,5 von 5 Sternen. Wir kommen zum Geschmack. Bei mir hat Honey 4 von 5 Sternen bekommen. Es ist für mich das zweite Mal, dass ich persisch essen war. An der Stelle kann ich den einfachen Geschmack nur bewerten. Die Authentizität kann ich nicht bewerten. Das heißt, ich fand es sehr, sehr lecker. Eine 5 von 5. Es war einfach eine 5 von 5. Ein Riesendanke geht raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Schlagt gerne neue Versus-Formate vor, die wir vielleicht testen sollen, vergleichen sollen. Liebe Grüße aus Frankfurt. Bleibt gesund da draußen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und gebt Gas. Wir machen die letzten 20.000 Abonnenten. Dann haben wir die 100.000 voll. Kuss geht raus. Auf geht's. Ciao, ciao. Gehen wir nochmal rum vorbei. Aber wir müssen noch in die gleiche Richtung. Zu leid, ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. 15, 15, 15 von 45. Das macht aber auch keinen Sinn. Nein, 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 nein. Von 15, Bruder. 15, was ja, von 15. Jeder Kategorie maximal 5 bekommen. Von 15. Also auf jeden Fall hat Honey 12,8 Punkte von 15 und Quiche hat 11,3 von 15.